Willkommen zu unserer Reise durch Mythen und Legenden auf dem Kanal Echo der Antike, Mythen und Legenden. Das Leben vor der Sintflut in den ersten Kapiteln der Bibel, insbesondere im Buch Genesis, begegnet uns eine Welt, die sich sehr von der unseren unterscheidet. Eine Welt vor der großen Flut. Diese Epoche, oft von Interpretationsschichten umhüllt, war eine Zeit der frühen Menschheit, gekennzeichnet durch lange Lebenszeiten, göttlich-menschliche Interaktionen und eine Nähe zu Gott sowie die eigene Schöpfungsgeschichte. Figuren wie Adam, Eva, Kain, Abel und schließlich Noah geben uns Einblick in ein Leben, das uns nahe zu sein scheint. Viele Kräfte trugen dazu bei, dass es zur Sintflut kam. Das erste Ereignis, das zur Sintflut führte, fand vor der Erschaffung der Welt statt. Dieses Ereignis ist die Erschaffung der Söhne Gottes. In der biblischen Geschichte aus dem Buch Hiob offenbart Gott ein Ereignis, das vor der Erschaffung der Welt stattfand. Hiob 38, Verse 4 bis 7. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es, wenn du Bescheid weißt und verstehst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Wer hat über ihr das Maßband gespannt? Worauf sind ihre Säulen eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Söhne Gottes Engel vor Freude jauchzten? Es zeigt sich, dass die Engelswesen, bezeichnet als Morgensterne und Söhne Gottes, Zeugen der Erschaffung der Erde waren und die Herrlichkeit, Kraft und Weisheit Gottes feierten, die in diesen Prozess eingebunden waren. Vor der Sintflut gab es gefallene Wesen. Die Bibel erwähnt gefallene Engel nur beiläufig, denn die meisten Engel im Himmel sind nie abgewichen oder dem Bösen zugewandt. Einige jedoch trafen diese Entscheidung. Es sollte nicht vergessen werden, dass der Himmel ursprünglich als ihre ewige Heimat bestimmt war, aber sie sind nun daraus gefallen. Was hat all das verursacht? Trotz allem kann nicht geleugnet werden, dass Engel einen freien Willen haben. Ihr Fall kann im Kontext ihres freien Willens betrachtet werden. Das Buch Judas betont dies deutlich, Judas 5,6 Amplified Bible. Nun möchte ich euch daran erinnern, obwohl ihr bereits vollständig informiert seid, dass der Herr, nachdem er die Menschen aus dem Land Ägypten gerettet hatte, später jene zerstörte, die nicht glaubten, die sich weigerten, ihm Vertrauen, Gehorsam und Abhängigkeit zu schenken, sowie die Engel, die ihren eigenen bestimmten Ort der Macht nicht bewahrten, sondern ihren angemessenen Wohnort verließen. Diese hielt er in ewigen Ketten unter dichtem Dunkel der totalen Finsternis für das Urteil des großen Tages. Judas entschied, dass die Engel ihren angemessenen Bereich nicht bewahrten. Der Ausdruck angemessener Bereich kann als Herrschaft oder Ausgangspunkt interpretiert werden. Engel wurden speziell erschaffen, um im Himmel mit Gott zu wohnen, ihn zu loben und seine Befehle auszuführen. Sie wurden geformt, um ihm Ehre zu bringen, so wie Menschen, aber Menschen wurden entworfen, um auf der Erde zu leben, während Engel zum Leben im Himmel erschaffen wurden. Dennoch verließen diese Engel ihre Ursprünge, was ein anderer Weg ist, zu sagen, dass sie ihren ursprünglichen Ort im Himmel verließen. Satan, der sich als Engel des Lichts tarnt, steht an der Spitze dieser Engel und agiert als ihr Anführer. Der große Aufstand, wie ihn manche nennen, war das Ereignis, bei dem Satan und ein Teil der himmlischen Engelslegionen Krieg gegen Gott und seine Engel führten, in dem Versuch, die göttliche Autorität im ewigen Königreich zu stürzen. Der Teufel schmiedete eine Verschwörung, um Gott, seinen Schöpfer, zu stürzen, und er und die Engel, die ihm folgten, wurden im Konflikt besiegt. Davon berichtet Jesus selbst, der dabei war. Jesus sprach von der Herrlichkeit und Majestät, die er mit Gott, dem Vater, vor der Erschaffung der Welt teilte. Johannes 17, Vers 5, Amplified Bible. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit und dem Majestät, die ich bei dir hatte, bevor die Welt entstand. Vor der Erschaffung der Erde gab es Gott, und Gott hatte Majestät mit seinem Sohn. Jesus verkündet, ich sah Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. Wie man sieht, ist Satan mehr als eine rote Figur mit Hörnern und einer Gabel. Er ist ein uraltes Wesen mit echter spiritueller Macht, die er zum bösen und egoistischen Zwecken nutzt. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sagte Paulus. Das Königreich Satans ist hochorganisiert, mit verschiedenen Bereichen und Machtstufen. Und sein Hauptquartier befindet sich in himmlischen Regionen. Es ist eine erstaunliche Tatsache, aber sie ist ziemlich klar. Die Tatsache, dass Satan ein hochorganisiertes Königreich leitet, überrascht einige Menschen,
aber es gibt viele klare Hinweise darauf in der Bibel. Der geistige Krieg begann, es ist der Kampf zwischen zwei Königreichen. Das eine Königreich wird von Gott, dem Fürsten des Friedens, regiert, während das andere von Satan, dem Fürsten der Dunkelheit, regiert wird. Nachdem er aus dem Himmel geworfen wurde, haben sich Satan und seine Anhänger gegenseitig verpflichtet und ein rebellisches Königreich gebildet. Im Garten Eden begann Satan seinen ersten Angriff auf die göttliche Autorität auf der Erde. Satan betrachtete die Erde als sein Hoheitsgebiet und sah Adam und Eva als Gottes Eindringlinge in sein Territorium. Wenn Gott die Menschheit erschaffen hat, um auf der Erde zu leben und sein Königreich zu etablieren, benötigte Satan einen Angriffsplan. Als Gott die Welt erschuf, gab es einen Ort namens Eden. Im Hebräischen bedeutet das Wort Eden Freude oder Glück. Es war ein Ort des Überflusses, wo der Mensch Gott begegnen konnte, gemäß Genesis 3, Vers 8. Im perfekten Garten gab es einen speziellen Baum, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott sagte Adam und Eva, dass sie von jedem Baum im Garten essen können, mit Ausnahme dieses einen. Satan muss das Schicksal des Menschen zerstören, aber wie? Der Teufel, die alte Schlange, näherte sich Eva und verwendete drei strategische Taktiken gegen sie. Die erste war der Zweifel, hat Gott wirklich gesagt? Genesis 3, Vers 1. Man kann fast den Vater der Lüge hören, wie er mit Eva interagiert. Dann verwendete der Betrüger seine zweite Strategie, die Vermutung, um Eva zweifeln zu lassen, ob die Konsequenzen ihres Ungehorsams tatsächlich zu ihrem Tod führen, wie Gott es gesagt hatte. Ihr werdet ganz sicher nicht sterben. Genesis 3, Vers 4. Der dritte und letzte Ansatz, den er gegen Eva verwendete, war die Versuchung. Gott war enttäuscht über ihren Ungehorsam. Sie konnten nicht länger im Garten Eden bleiben. Adam und Eva hatten bereits den Fehler gemacht, die verbotene Frucht zu essen. Der satanische Gegenangriff überwältigte die Menschen vollständig, aber Gott etablierte einen Brückenkopf im Garten Eden und versprach, dass der Kopf der Schlange durch den Nachkommen der Frau zertreten wird. Den Tisch auf den Versucher umdrehend, bevor er Adam und Eva aus dem Garten vertrieb und seine totale Herrschaft über Satan demonstrierte. Der erste Mord, Kain und Abel, Genesis 4, 1, 25. Jemand bemerkte, dass die Sünde, die der erste Mensch begangen hatte, dazu führte, dass der zweite Mensch den dritten tötete. Obwohl Adam und Eva aus dem Garten vertrieben wurden, segnete Gott sie weiterhin. Eva gebar zwei Söhne, Kain und Abel, mit Hilfe des Herrn. Da beide Söhne Geschichten über Gott hörten, wussten sie, dass sie Opfer für ihren Schöpfer bringen sollten. Beide Jungen kamen bereit zur Anbetung, aber während der Herr mit Abel und seinem Opfer zufrieden war, war er mit Kain und seinem Opfer nicht zufrieden. Das verärgerte Kain. Trotz Gottes Warnung, dass er die Sünde beherrschen sollte, verführt Kain seinen Bruder, ermordet ihn, begräbt ihn und trennt sich völlig von ihm. Bin ich der Hüter meines Bruders? Fragt er und fürchtet, dass andere ihn für sein Verbrechen töten könnten. Gott setzte ein Zeichen auf Kain, um ihn zu schützen, und sagte, wer Kain tötet, wird siebenfach gerächt werden. Genesis 4, Vers 15. Kain wurde bestraft, indem er ein wandernder Vagabund wurde, weit weg von zu Hause und Familie. Nach seiner Bestrafung begab er sich an einen Ort namens das Land Not, das östlich von Eden liegt. In diesem Land baute er eine Stadt und nannte sie nach seinem Sohn Henoch. Seine Nachkommen umfassten einflussreiche Menschen ihrer Zeit. Jabal, den Vater der Zelte und Viehzüchter. Jubal, den Vater aller, die Saiteninstrumente und Flöten spielten. Und Tubal-Kain, der Werkzeuge aus Bronze und Eisen schmiedete. Genesis 4, Verse 17 bis 22. Nach der Strafe Kains erzählt die Geschichte von zwei Familien, ein wiederkehrendes Motiv im Buch Genesis. Leider wurden Kains mörderische Wege in seiner Familie weitergegeben. Als wir zu seinem Urenkel kommen, finden wir einen Mann, der sich mit seiner eigenen Gewalt brüstet. Das Böse breitete sich aus. Gottes perfekter Plan hat gerade mal 4 Kapitel. Und schon finden wir Menschen, die Gewalt feiern und sein Ehekonzept ignorieren. Vor der Sintflut wurde Polygamie auch durch Kains Nachkommen überliefert. Bis zu dieser Zeit waren Mann und Frau lebenslang verbunden, aber Kains Nachkommen hatten viele Frauen. Im Gegensatz zur Linie Kains etablierte Gott einen neuen Stammbaum. Gott gab Eva einen Sohn, Seth, anstelle Abels. Seth war ein Beispiel für dieselbe Art von Verehrung wie sein verstorbener Bruder Abel, denn die Menschen begannen im Zusammenhang mit Seth den Namen des Herrn anzurufen.
Kains Weg der Verehrung, der stolz auf sich selbst hinweist. Der bescheidene Weg der Verehrung, wie von Abel und Seth praktiziert, ruft nach Gott, Juda 11, wehe ihnen. Sie sind den Weg Kains gegangen, haben sich für Gewinn in Bileams Irrtum gestürzt, sind in Korahs Aufstand umgekommen. Es ist also nicht verwunderlich, dass Gott, als er hunderte Jahre später einen gehorsamen Diener brauchte, Noah aus der Linie Seths wählte. Kains Erbe war kompliziert. Einerseits waren er und seine Familie wirklich gut darin, neue Ideen und Wege zu erfinden, Dinge zu tun. Andererseits hatten sie auch viele Probleme mit Kämpfen und der Verletzung anderer, und es schien, dass es mit der Zeit immer schlimmer wurde. Dies wurde zum Symbol dessen, was es heißt, ein Mensch zu sein, der Kampf zwischen unserem Potenzial für großes Gutes und unserer Fähigkeit zu großem Übel. In den Generationen nach Adam wurde die Welt bevölkert, aber sie füllte sich auch mit Sünde. Die Menschen waren nicht nett zueinander, sie logen, stahlen und töteten sogar. In dieser Zeit lebten die Männer extrem lange, ihre Jahre zählten Hunderte. Es war eine andere Ära. Eine Zeit, in der die Menschheit noch eng mit ihren Anfängen verbunden war und die Welt selbst jünger und frischer war. Adam und Eva hatten nach Kain und Abel weitere Söhne und Töchter, und mit dem Wachstum ihrer Familie kam die Geburt der Zivilisation selbst. Die Bibel sagt, dass Adam nach der Geburt Seths 800 Jahre lebte und weitere Söhne und Töchter hatte, Genesis 5, Vers 4. Als Adams und Evas Kinder heranwuchsen, nahmen sie Frauen und gründeten eigene Familien. Die Bevölkerung begann allmählich zu wachsen. Neben Kain und Abel war Seth ein weiterer Sohn Adams, der Nachkommen hatte, darunter Henoch, Methusalem und letztendlich Noah. Adam, der erste Mensch, erreichte ein Alter von 930 Jahren, Genesis 5, Vers 5. Ja, du hast richtig gehört, 9 Jahrhunderte. Er hatte Kinder, die ebenfalls extrem lange lebten. Sein Sohn Seth lebte 912 Jahre, Genesis 5, Vers 8. Und Seths Sohn Henoch lebte 905 Jahre, Genesis 5, Vers 11. Mit dem Vergehen der Generation hatte jeder Mann Kinder und lehrte sie die Lebensweisen auf der Erde, wie man das Land bebaut, sich um die Tiere kümmert und wie man sich mit Gott verbindet. Diese Linie von Menschen war einzigartig. Sie trug das Saatgut der ersten Vereinigung der Menschheit mit gefallenen Engeln in sich. Trotz ihres langen Lebens und ihrer tiefen Weisheit waren diese frühen Menschen nicht immun gegen die Probleme, die die Menschheit oft plagten, wie Eifersucht, Wut und manchmal sogar Gewalt. Es gab jedoch einen Mann namens Henoch. Genesis 5 bietet uns die ersten Erwähnungen von Henoch. Es ist ein anderer Henoch als der Sohn Kains, Genesis 5, Vers 21. Als Henoch 65 Jahre alt war, wurde er Vater von Methusalem. Aus unserem biblischen Wissen wissen wir, dass sein Sohn Methusalem der älteste lebende Mensch war, wie in der Heiligen Schrift aufgezeichnet. Durch das Durchblättern der Genealogien in der Bibel erfahren wir, dass Henoch der Urgroßvater Noahs war. Wir finden dies in Genesis 5, Versen 22 und 24. Die Bibel sagt, dass Henoch zu einer Zeit mit Gott wandelte, als die meisten seiner Zeitgenossen nur Aufzeichnungen über ihre Geburten und Kinder hatten. Er war wie eine frische Brise in den historischen Büchern. Henoch wurde wie andere eingeführt, aber obwohl er nicht so lange lebte wie einige andere Männer, zieht sein Zeugnis Aufmerksamkeit auf sich. Die Bibel sagt, dass er mit Gott wandelte, und als die Zeit kam, die Erde zu verlassen, nahm Gott ihn ohne den Tod, wie wir ihn kennen. Seine Beschreibung ist kurz, aber von großer Bedeutung. Das sagt etwas über sein reines Wandeln mit Gott aus, was ihn verwandelte. Sein Leben bietet ein Muster für viele Menschen durch verschiedene Generationen, lehrt uns, für ein einziges Publikum zu leben. Er lehrt uns leise, leidenschaftlich eine enge Gemeinschaft und Bruderschaft mit Gott zu suchen, wissend, dass wir dadurch Gott in einer neuen Dimension erfahren werden. Genesis 5, Vers 24, New American Standard Bible. Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn. Der Fall Henochs war der erste aufgezeichnete Fall einer Entrückung, da Gott ihn einfach wegnahm. Vielleicht war die Gemeinschaft so intensiv, dass die Gegenwart Gottes ihn einfach umhüllte und entrückte. Das Buch Hebräer spricht von Männern, die dieser Welt nicht würdig waren. Trotz der Schönheit von Henochs Leben war seine Ära nicht völlig rosig. Die Menschen lebten lange, aber nicht immer gut. Sie hatten viele Jahre, um ihre Fähigkeiten zu perfektionieren, Dinge zu bauen und die Erde zu erforschen, aber sie hatten auch mehr Zeit, Fehler zu machen, sich von Gottes Weg zu entfernen und ihre Herzen zu verhärten.
Dies führte letztendlich zu einer Welt, die so korrupt war, so weit entfernt von ihren göttlichen Anfängen. Das Bevölkerungswachstum und die Expansion von Familien und Clans führten mit der Zeit zur Bildung von Stämmen und Clans, von denen jeder von einem der ursprünglichen Patriarchen abstammte. Sie breiteten sich über die Erde aus und fanden neue Territorien zum Besiedeln. Mit dem Bevölkerungswachstum wuchs auch die Notwendigkeit verschiedener Rollen und Berufe. Die Menschen konnten nicht mehr nur Hirten und Bauern sein. Sie mussten sich diversifizieren. Zum Beispiel war Kain ein Landarbeiter, Genesis 4, Vers 2, während sein Bruder Abel ein Schafhirte war. Dies zeigt, dass schon in dieser frühen Phase Rollen aufgrund von Bedürfnissen und Fähigkeiten definiert wurden. Tubal Kain, ein Nachkomme Kains, wurde der Lehrer jedes Handwerkers in Bronze und Eisen, Genesis 4, Vers 22. Dies deutet auf das Auftreten spezialisierterer Berufe wie die Metallverarbeitung hin. Es gab auch Musiker. Jubal, ein anderer Nachkomme Kains, war der Vater aller, die Harfe und Flöte spielten, Genesis 4, Vers 21. Diese Rollen ermöglichten es der Gesellschaft, komplexer und organisierter zu werden, die Bühne für fortgeschrittene Reformen der Zivilisation bereitend. Obwohl die Menschen neue Fähigkeiten und Berufe lernten, war das Leben vor der großen Flut nicht ideal oder glücklich. Die Bibel sagt uns, dass der Herr sah, wie groß die Bosheit des menschlichen Geschlechts auf der Erde geworden war und dass jede Neigung der Gedanken des menschlichen Herzens immer nur böse war, Genesis 6, Vers 5. Zusammengefasst, vor der Sintflut breitete sich die Menschheit aus und diversifizierte sich. Familien entwickelten sich zu Stämmen, Rollen zu Berufen und die Zivilisation machte ihre ersten Schritte. Die Invasion der Nephilim begann, als der selbsternannte Anführer des Reiches der Dunkelheit, Satan, seine bösen Legionen aufrief, die Menschheit zu infiltrieren, um die edomische Linie, die zum Messias führte, zu verunreinigen, Genesis 6, Verse 1 bis 2. Als die Menschen begannen, sich auf der Erde zu vermehren und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und heirateten jede von ihnen, die sie wählten. Waren die Söhne Gottes Engel? Das Buch Hiob stellt sie als Engel dar. Zwei Drittel der Engel blieben mit Gott im dritten Himmel, die auserwählten Engel, während ein Drittel ausgestoßen wurde, die gefallenen Engel Satans. Das Reich Gottes blühte an Zahl und Stärke. Gefühlt bedroht rief der Fürst der Finsternis seine bösen Legionen auf, die Menschheit zu infiltrieren. Diese gefallenen Engel kamen auf die Erde und zeugten die Nephilim, die Riesen. Das hebräische Wort für Nephilim ist Gefallene. Diese satanische Invasion aus Genesis 6 korrumpierte die ganze Welt. Die Söhne Gottes sahen die Töchter der Menschen. Genauer gesagt, die Söhne Gottes sind entweder Dämonen, gegen Gott rebellierende Engel oder von Dämonen besessene Menschen. Und die Töchter der Menschen sind menschliche Frauen. Die Bosheit der Menschheit. Genesis 6, Verse 1 bis 5. In den ersten Kapiteln der Genesis, insbesondere in Genesis 6, Verse 1 bis 5, malt die Bibel ein Bild der Welt vor der Sintflut. Genesis 6, Verse 3 bis 5 sagt: Dann sprach der Herr: Mein Geist wird nicht immer im Menschen verweilen, denn auch er ist Fleisch. Doch seine Tage sollen 120 Jahre wählen. Die Nephilim waren in jenen Tagen auf der Erde und auch später, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und sie ihnen Kinder gebar. Diese waren mächtige Männer der alten Zeiten, berühmte Männer. Dann sah der Herr, dass die Bosheit der Menschheit groß auf der Erde war und dass jeder Gedanke ihres Herzens immer nur böse war. Die Erde war kein Ort des Friedens oder der Freundlichkeit, sondern voller Sünde, Gewalt und moralischer Korruption. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Menschen von ihren eigenen Wünschen verzehrt werden, immer versuchen, das zu tun, was sie wollen, ungeachtet der Kosten für andere. Ehrlichkeit, Integrität und Freundlichkeit sind keine Tugenden, die gefeiert oder sogar verstanden werden. Stattdessen herrschten Betrug und Manipulation. Jeder kümmerte sich nur um sich selbst und die Struktur der Gesellschaft wurde durch Egoismus und Bosheit zerrissen. In einer solchen Umgebung sind Familien keine Zufluchtsorte der Liebe und Unterstützung, sondern Schlachtfelder von Betrug und Verrat. Nachbarn kümmern sich nicht umeinander, sondern versuchen, sich gegenseitig auszunutzen. Regierungen sind keine Institutionen der Gerechtigkeit, sondern Systeme der Unterdrückung, die die Herrschaft der Mächtigen über die Schwachen aufrechterhalten.
führen sie jetzt in diese chaotische Welt eine außergewöhnliche Entwicklung ein, die Nephilim. Die Nephilim waren einzigartig, nicht wie gewöhnliche Menschen. Sie waren wirklich stark und größer als das Leben, aber sie schienen die Probleme der Welt zu verschlimmern. Sie wurden bewundert, gefürchtet und vielleicht sogar verehrt und entfernten die Menschen vom wahren Gott, der sie erschaffen hatte. Ihre Stärke machte sie zu Objekten der Faszination, aber sie waren Teil einer Welt, die sich zunehmend in Chaos und Sünde versenkte. In diesem Kontext sah Gott die Bosheit der Menschheit. Der spirituelle und moralische Verfall, Gottes Traurigkeit über seine Schöpfung. Die Menschheit, der Kronjuwel der Schöpfung, hatte sich verirrt. Anstatt in Harmonie miteinander und mit der Welt zu leben, waren die Menschen von Gewalt, Bosheit und Betrug verzehrt. Gott blickte auf seine Schöpfung und fühlte große Traurigkeit. Die Bibel sagt, dass der Herr bedauerte, die Menschen auf der Erde erschaffen zu haben, und sein Herz war tief betrübt. Genesis 6, Vers 6, New International Version. Es war eine göttliche Traurigkeit, ein Schmerz so tief, dass er das menschliche Verständnis überstieg. Stellen Sie sich einen Elternteil vor, dessen Herz wegen der Handlungen eines rebellischen Kindes bricht, aber unendlich vergrößert. Und so traf Gott in seinem großen Schmerz eine schwierige Entscheidung. Genesis 6, Vers 7, Amplified Bible. So sprach der Herr: Ich werde die Menschheit, die ich auf der Oberfläche der Erde erschaffen habe, zerstören. Nicht nur den Menschen, sondern auch die Tiere, kriechenden Dinge und Vögel der Luft. Denn es betrübt mich zutiefst, die Sünde der Menschheit zu sehen. Und ich bedauere, dass ich sie erschaffen habe. Gott war beunruhigt über die Handlungen der Menschen, die er geschaffen hatte, und hatte keine andere Wahl, als die Welt zu heilen, die im Chaos versank. Noah, ein gerechter Mann, aber selbst in diesem dunklen Kapitel der Menschheitsgeschichte gab es einen Hoffnungsschimmer, einen Mann namens Noah. Genesis 6, Vers 8, Amplified Bible. Noah fand Gnade und Gunst in den Augen des Herrn. Die Welt hatte sich verirrt, aber Noah stach als Funke der Hoffnung heraus, ein Mann der Gerechtigkeit und des Glaubens. Genesis 6, Vers 9, Amplified Bible. Hier sind die Aufzeichnungen der Generationen, die Familiengeschichte Noahs. Hier sind die Aufzeichnungen der Generationen, die Familiengeschichte Noahs. Noah war ein gerechter Mann, einer, der gerecht war und richtige Beziehungen zu Gott hatte, tadellos in seiner bösen Generation. Noah ging, lebte in ständiger Gemeinschaft mit Gott. Noah wurde in der Linie Adams geboren, hinuntergehend durch Seth, Henoch, Kainan und einige andere Vorfahren, die die Fackel der Gerechtigkeit durch die Generationen trugen. Schließlich führte diese Linie zu Noah, einem Mann, der nicht nur die Fackel trug, sondern sie in seinem Leben hell leuchten ließ. Er war auch ein Familienmensch. Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Als liebevoller Vater und treuer Ehemann pflanzte er die gleichen Tugenden in seine Kinder ein, die er in seinem Herzen trug. Trotz der umgebenden Dunkelheit war Noahs Zuhause ein Zufluchtsort der Frömmigkeit. Selbst als Gott seine schmerzhafte Entscheidung teilte, die Bosheit, die die Erde quälte, durch eine Flut wegzuspülen, die jedes lebende Wesen ertränken sollte, schwankte Noahs Glaube nicht. Er verstand die Bedeutung der kommenden Aufgabe und akzeptierte sie mit schwerem, aber entschlossenem Herzen. Gott sagte: Ich beabsichtige, allen Menschen ein Ende zu setzen, denn die Erde ist voller Gewalt wegen ihnen. Ich werde sie sicherlich zusammen mit der Erde zerstören. Genesis 6, Vers 13. Gott hielt Noah für würdig, der Hüter eines neuen Anfangs für die Menschheit zu sein. Noah tat alles, was Gott ihm befahl. Selbst als die Menschen um ihn herum ihn verspotteten oder nicht glaubten, dass etwas Schlimmes passieren würde. Er verbrachte Jahre damit, die Arche zu bauen, warnte die Menschen vor der kommenden Flut und wartete auf den Moment, in dem Gott ihn und seine Familie in diesem gigantischen, hölzernen Zufluchtsort einschließen würde. Als der Himmel sich schließlich öffnete und die Erde vom Wasser verschlungen wurde, wurden Noahs Tugenden zum Eckpfeiler einer neuen Welt. Seine Treue und sein Gehorsam bewahrten das Leben, und aus seiner Linie entstand eine Nation einer gereinigten Erde. So leuchtete in einer Welt, die im Chaos versank, Noahs Licht am hellsten, ein Zeugnis der anhaltenden Kraft der Tugend und des Glaubens angesichts überwältigender Dunkelheit. Gottes Bund mit Noah, Genesis 6, Verse 17 bis 22. Die Arche war Noahs familiäres Heiligtum, ein Schiff, das sie über die Wasser tragen sollte,
die bald die Erde überschwemmen würden. Gott sagte zu Noah: Mache dir eine Arche aus Gopherholz, mache Kammern in der Arche und bedecke sie innen und außen mit Pech. Genesis 6, Vers 14. Gott gab Noah sehr detaillierte Maße, Designs und Pläne für die Arche. Es war kein gewöhnliches Schiff, es war ein besonderes Schiff, das entworfen wurde, um die letzten lebenden Wesen zu retten, als die Welt überflutet wurde. Genesis 6, Verse 14 bis 16. Es sollte 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch sein, ausgestattet mit einer Tür und einem Fenster und in mehrere Ebenen unterteilt. Um die Maße in moderne Einheiten umzurechnen, wäre sie etwa 137 Meter lang, 22 Meter breit und 13 Meter hoch, ausgestattet mit einer Tür und einem Fenster und in verschiedene Etagen unterteilt. Gott sagte: So sollst du sie bauen. Genesis 6, Vers 15. Und so begann Noah die monumentale Aufgabe, die Arche zu bauen. Es war nicht einfach, viele verspotteten ihn und hinterfragten seine geistige Gesundheit. Aber Noah hatte Glauben. Mit den Jahren und der Formung des Holzes stand die großartige Arche hoch, ein unbestreitbares Zeugnis von Noahs Gehorsam und Treue. Gott gab Noah auch Anweisungen, wen und was er auf die Arche mitnehmen sollte. Seine Frau, seine Söhne, Sem, Ham und Japhet und ihre Frauen sollten an Bord gehen. Darüber hinaus sagte Gott zu Noah, er solle von jedem lebenden Geschöpf zwei mitnehmen, männlich und weiblich, um sie zu retten. Du sollst sieben von jedem der reinen Tiere mit dir nehmen, männlich und weiblich, zwei von jedem Tier, das unrein ist, männlich und weiblich, auch sieben von jedem der Vögel der Luft, männlich und weiblich, um ihre Arten auf der Oberfläche der Erde am Leben zu erhalten. Genesis 7, Verse 2 bis 3. Noah tat alles, wie Gott ihm befohlen hatte. Genesis 6, Vers 22. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und auf die Glocke zu klicken, um Benachrichtigungen zu erhalten. Tschüss.